Schönen guten Morgen, herzlich willkommen bei Bachelorette, die Abrechnung. Schön sind ihr dabei, bei mir im Studio die zwei Finalisten, der Cem und der David. Stellt Fragen an die zwei, wir sind etwa eine Stunde live. Die Lisa vom Social Team tut es mir dann aufs Handy weiterleiten, ein paar sind schon gekommen. Macht also mit, hemmungslos, stellt eure Fragen. Na, gratulieren, ihr habt es geschafft, ihr seid im Finale. Juhu, wie fühlt ihr euch? Danke vielmals, zuerst mal, es ist mega cool, mega Freude und beide gerade noch Schaffhausen. Ist super. David, was sagst du? Ist, ist ein sehr schönes Gefühl. So, danke, dass wir da sind. Und ja, es war ein langer Weg gewesen, mit viel Turbulenz und darum am Schluss wirklich bin ich auch nur noch am Strahlen. Es ist ein schönes Gefühl. Jetzt am nächsten Montag wissen wir ja, wer von euch beiden wirklich das Herz erobert hat von der Adela. Sind ihr froh, wenn es vorbei ist, wenn ihr endlich mal könnt sagen, ja, ich bin's. David. Also ich bin schon ein bisschen froh, wenn es vorbei ist. Es ist wirklich jetzt die letzten paar Tage recht abgegangen. Und wenn das Ganze durch ist, dann kann man wieder weiter schauen auf die Zukunft. Und ja, ich bin froh. Jeb? Ich sehe es genauso. Ich meine, die erste Frage, die jetzt von jedem immer gestellt wird, ist, wer hat gewonnen? Irgendwann hat man es einfach gehört und wollte es am liebsten mal draussen haben. Und ich warte ist noch nichts rausgerutscht bei euch? Nein, noch gar nicht. Ich sage immer das Gleiche, ich weiß es nicht. Echt? Immer das Gleiche? Haltet ihr euch konsequent? Ja, ja, immer genau das Gleiche. Jetzt gehen wir aber nochmal auf die Sendung, auf die Folge von gestern zurück. Ja, grosse Aufgabe ja war, einen handgeschriebenen Brief schreiben für die Adela. Wie leicht ist euch das gefallen? Wie schwer, David? Also leicht ist es mir nicht gefallen. Ich habe mir ja natürlich sehr Mühe gegeben für den Brief. Ich habe auch zwei A4 Seiten geschrieben. Leider sieht man in der Sendung nicht das Ganze. Sie haben halt nur die schönen Sachen rausgepickt, aber ja. Ist das nicht auch gut, dass man nicht alles sieht? Doch, ich finde schon. Sie hat schon die guten Sachen rausgesucht. Was ist denn noch? Das hast du mir eben vorhin gesagt. Weil mir ist ja eben auch aufgefallen, sie zeigen relativ einen kurzen Teil von diesem Brief. Was ist jetzt zum Beispiel deine, wo du sagst, ach, zum Glück ist jetzt das nicht auch noch erzählt worden? Jetzt von ihm sein? Ja. Ich glaube, er hat auch ein bisschen viel über was mit ihr gelaufen ist durch die ganze Thailand-Reise erzählt. Das hat sich so ein bisschen die Länge gezogen. Und was sie jetzt dort reingebracht haben, ist eigentlich genauso die goldige Mitte gewesen. Also ich wäre lieber froh, es ist schon gut gewesen, dass es so ist. Und so das Vorlesen selber, wie schwer fällt einem das dann so vor dieser Frau, die man erobern will? Und dann sind noch Kameras dabei, es ist ja auch immer noch die Situation, ey, ihr seid ja im Fernsehen. Also bei mir waren nicht Kameras das Problem, bei mir ist es wirklich, es ist von innen gekommen. Und irgendwie den letzten Satz, den habe ich fast nicht mehr rausgebracht, weil es mich einfach getroffen hat, als ich sie dort gesehen habe. Und ja, es war sehr ein emotionaler Moment und es wird da wahrscheinlich nie vergessen. Jetzt schnell an die Regie, sind wir schon so weit, dass wir den Einspieler zeigen können? Gut. David, jetzt zeigen wir mal noch schnell, wie du den Liebesbrief vorlesen tust für Adela. Katrin? Das Smile ist sie. Liebe Adela, es gibt so viel zu schreiben in diesem Brief. Ich denke aber, genug Platz hätte es nie für alles, was ich dir sagen möchte in diesem Moment. Dein erstes Lächeln hat mich bezaubert, unsere ersten Worte trafen mich wie ein Blitz an einem wunderschönen Tag. Etwas Unmögliches, aber es war Realität. Es wurde mir somit von Anfang an klar, ich werde für diese einzigartige Frau bis zum Ende kämpfen. Adela, ich beende diese Zeilen und wünsche mir nun, bald der Mann auf deiner Seite zu sein. Vergiss nicht, Adela. Vielleicht bist du auf dieser Welt irgendjemand, aber für irgendjemand könntest du die ganze Welt sein. In Liebe, dein David. Wow, wow, wow. Dankeschön viel, viel mal. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich, das von Herzen kommt. Darf ich es dir gerade anlegen? Wow, das ist so schön.
Danke vielmals. David, zum Schmelzen. Und du lachst, Cem. Wieso hast du gelacht, wo er unter Tränen den Brief vorgelesen hat? Ich weiß es im Fall nicht mehr, jetzt muss ich mir auch gefallen. Wieso habe ich gelacht? Das ist so unter Kollegen, wenn da ein Kollege Emotionen und Gefühl hat. Das ist einfach unter Buddy so. Genau, ich glaube, es kann schon ja. so gewesen sein. Aber ach, ich habe jetzt nicht irgendwie ausgelacht, um ihn fertig zu machen. Das ist einfach so. Hast du realisiert, dass er gelacht hat? Nein, es hat mich, ich habe mich wirklich nur auf sie fokussiert und ich wollte das übermitteln. Und ich habe nur sie gesehen, ich habe keine Kameras gesehen, nichts. Ich wollte das einfach durchbringen. Wir haben eine Frage von der Soraya Egger. Sie möchte gerne wissen, habt ihr schon mal einen Liebesbrief an eine Frau geschrieben? Cem? Nein, ich glaube nicht. Mal eine schöne SMS oder so. Also nein, also so Nachrichten am Handy, aber jetzt so einen handgeschriebenen Brief, nein, noch nie. Ich habe sehr viele Liebesbriefe geschrieben. Wirklich? Ja, also in der Schulzeit, da habe ich, natürlich so in der Primarschule, hat es keine Handys genügt, da habe ich Brief geschrieben und dann der irgendwie unter den Pult hingelegt, also so Sachen. Ich bin schon als Kleiner so gewesen. Ich immer mega Interesse an Frauen gehabt und mir mega Mühe gegeben, um sie zu erobern. Du sagst ja dann irgendwann auch mal, du findest das irgendwie alles viel zu viel und viel zu wichtig. Er kauft lieber so. Geschenk statt Brief. Nein. Ich bin ja nicht immer so gewesen. Ich meine, ich habe ja früher nicht geschafft. Ich auch noch das von den Eltern, die ich bekomme. Ich kann nicht können der Frau irgendwelche Geschenke kaufen. Aber ich bin einfach nicht so der Typ jetzt, wo... Keine Ahnung, ich kann. Für mich ist auch der Brief da. Ich habe da wirklich die Gehirnzellen. Richtig anstrengend. Darum hat er ihn auf Schweizerdeutsch gemacht. Ja. Ist ein bisschen schwierig gewesen, schriftlich. Weißt du was? Schauen wir doch mal an, weil nämlich auch du hast doch auch eine überraschend romantische Seite. Da ist dein Liebesbrief. Liebe Adela, ich habe die Zeit mit dir in Thailand sehr genossen, doch leider ist die Zeit gleich vorbei. Was aber nicht muss heissen, dass unsere Zeit auch vorbei ist. Mir ist es am Anfang schwer gefallen, mich zu öffnen, weil ich Angst hatte, verletzt zu werden. Aber mittlerweile gehört mein Herz dir und ich schreibe dir meine Gefühle aufs Papier. Ich verliere mich jedes Mal in deinen Augen und finde mich wieder, wenn ich dich lächle sehe. Ich würde mich am liebsten jeden Tag in deine Augen verlieren, nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt. Darum sage ich dir, lassen wir das Ganze hinter uns und reisen um die ganze Welt. Dankeschön vielmal für die wunderschönen Worte. Danke. Also, ich habe noch ein passendes Geschenk zum Schluss vom Brief. Ich habe mir recht lange Gedanken gemacht, was ich dir als Geschenk machen soll. Mein Cheesecake und Ketten, Halsketten, das sind materialistische Sachen, die gehen mit der Zeit vergessen. Und Erinnerungen sind die, die bleiben. Darum habe ich da etwas, was für uns beide zutrifft. Und zwar zwei Flugtickets auf Paris. Ich würde mich einfach freuen, falls ich derjenige bin, der die letzte Rose bekommt, dass wir dann zusammen unser schönes Wochenende in Paris machen. Und falls nicht, würde ich mich freuen, dass du vielleicht mit einer Kollegin gehst und nicht mit dem Gewinner. Danke, das ist eine herrliche Idee. Can you give me all? Gott, mit dem Mutter. Na, David, der Cem scheint damit voll in Schwarze getroffen haben bei der Adela. Hat dich das jetzt gewurmt? Ich meine, das ist schon eine coole Idee. Zwei Tickets in die Stadt der Liebe. Nein, das hat er sehr gut gemacht. Bist du ein bisschen eifersüchtig, dass du die Idee vielleicht gehabt hast? Es ist so, ich bin früher noch so, ich habe den Frauen alles gegeben beim Kennenlernen und das ist bei mir immer hinten raus. Ich finde, wenn man eine Frau kennenlernt, sollte man sie zuerst wirklich kennenlernen, Persönlichkeit. Und wenn man sie dann hat und man sich wirklich liebt, dann kann man sie verwöhnen. Tja, aber scheinbar ist das ja voll aufgegangen. Zeigt sich ja auch in der Nacht von der Rose. Da ist der Einspieler vom Cem. Die erste Rose von dem oben geht an. Cem.
Jen, komm bitte zu mir und hol dir die Rose. Du bist echt ein wunderbarer Mensch. Ich habe sehr schöne Momente mit dir erlebt. Meine Freunde kommen morgen und ich würde mich mega freuen, wenn du sie dann kennenlernst. Danke vielmals, ich freue mich auch, sie zu kennenlernen. Dankeschön. Danke vielmals. Cem, wie sicher bist du gewesen, dass du die Rose von der Adela überkommst? Ich sage mal, eigentlich hatte ich schon ein gutes Gefühl gehabt, aber irgendwie so ganz sicher ist man sich nie. Es ist immer, das ist wie so ein Roulette-Spiel irgendwie. Man ist nervös, man weiß nicht genau. Jetzt, was ja noch, Entschuldigung, was ja noch erstaunt hat oder was aufgefallen ist, das ist, dass sie dir befiehlt. Ha? Irgendwie, komm sie holen, Regie, können wir das bitte nochmal schnell zeigen? Ja, ja. Sie fragt gar nicht. Ja, sie fragt sie? Nicht. Genau. Jen, komm bitte zu mir und hol dir die Rose. Hast du gern, wenn eine Frau dir sagt, was du zu machen hast? Sie sagt dir ja wirklich, Cem, Anna, komm, hopp, hol sie. Da habe ich in dem Moment gar nicht gemerkt. Ich war schon so nervös, dass mir da aufgefallen ist. Also, das ist mir, ich habe es jetzt erst realisiert, was du nochmal gesagt hast. Ist es dir aufgefallen? Ja, so jetzt, wo wir es gesehen haben, ist es mir aufgefallen, ja. Und jetzt aber so im Bewusstsein, dass es eben so war, ist das etwas, was dich nervt, wo du sagst, es geht gar nicht, mich tut keine Frau umkommandieren? Nein, nein, sicher nicht. Das ist okay. Ich hätte sie sowieso angenommen. Vielleicht hätte sie es schon im Gesicht angesehen, dass ich da gar nicht Nein kann sagen kann. Keine Ahnung, nein, das macht mir nichts aus, jetzt so etwas. Willkommen bei die Bachelorette, die Abrechnung. Wir sind live im Studio mit dem Cem und mit dem David. Sie sind die zwei Finalisten. Nächsten Montag wissen wir, wer von beiden gewonnen hat. Stellt Fragen an sie auf blick.ch in der Kommentarfunktion. Die Lisa vom Social Team wird sie mir dann aufs Handy weiterleiten. Wir haben vorhin auch schon ein paar Fragen bekommen oder ein paar Kommentare. Tja, da haben wir zum Beispiel jemanden, die sind nicht alle immer sehr nett. Ui, 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 da will jemand wissen, Kutia. Cem, ob du ein Callboy bist, weil du hast scheinbar schon 10'000 Franken Trinkgeld, gell? Hallo Kutia, von der arabischen Frau. Also zuerst mal hallo Kutia. Nein, ich bin ganz sicher kein Callboy und habe es auch nie vor zu werden. Das war einfach ein Trinkgeld, nicht mehr. Okay, dann, was haben wir? Ja, was ja, das geht ein bisschen zu weit. Aber ich frage trotzdem, Sonja Möri möchte nämlich von euch beiden wissen, ihr seid ja harte Konkurrenten und die Männer unter sich tagen scheinbar auch sich messen, wer den Größere hat. Nicht ich, die zu wissen, sondern Sonja Möri. Habt ihr den Vergleich auch schon gemacht, wer von euch? Also, hat der Größe noch nie nackt gesehen? Also so noch nie nackt gesehen? Nein, das machen vielleicht kleine Buben, aber ja, richtige Männer machen es. Nein, und ganz sicher nicht gemacht. Hat er noch nicht gemacht? Nein. Ja? Noch nicht, wie werden es nicht machen? Wir schlafen noch nicht im gleichen Bett. Okay, dann nach der Rose hat ja auch dich logischerweise betroffen. Du hast aber doch ein bisschen Zeit. Mhm. Ich musste die ganze Sendung immer zittern. Ich glaube, ich habe keine einzige Rose einfach so überkommen. Der arme David, Doppeldate, Dreamdate, bin ich mit dem Schaffak zusammen. Also ja, ich musste mich echt durchkämpfen, aber ich kann es gerne so. Super. Schauen wir jetzt aber auch noch an, wie es dir gegangen ist. Ja, nicht gut. Ich habe darauf geachtet, bei wem ich mehr fühle, wenn er sie Brief. Und dein Brief, David, ist ja deutlich emotionaler. Du hast es so schön geschrieben. Aber ich... habe einfach mehr beim David gespürt. David, machst du die Rose an? Sehr gern.
David, wie gross hast du jetzt wirklich darum gezittert, ob du die Rose nicht bekommst oder ob sie an David geht? Ja klar, ich kann zittern. In dem Moment überlegt man nicht, ja, ich bin weit oder so. Aber ich sage immer, dort, wo man am meisten Schweiß verliert, dort wird es am Schluss am schönsten. Aber man hat bei dir schon immer ein kleines Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist irgendwie immer so kurz vor dem Zusammenbrechen, kurz vor einem Heulkrampf. Also, man hat dann das Gefühl, ja, man würde dich eigentlich gerne schonen davor, dass du nicht permanent anfängst zu heulen. Also ist das so? Ich bin halt ein Sensibler und ich habe wahre Gefühle. Und wenn ich wahre Gefühle habe und jemand so fest mag wie Adela, dann ist das normal. Und ich finde, ein Mann sollte das ja auch zeigen können. Man muss nicht immer einen auf cool spielen und kalt. Ich finde, man sollte einer Frau zeigen, dass man sie gerne hat. Cem, wie sehr war für dich klar gewesen, dass Adela die Rose am David gibt und nicht am David? Mir ist ehrlich gesagt überhaupt nicht klar gewesen. Ich hatte zwar schon eher ihn so auch als Favorit gesehen, immer. Warum? Einfach irgendwie so das Gesamtpaket, sie sind, kommen aus der gleichen Region, haben nur die gleiche Sprache, verstehen sich auch immer gut, haben auch immer gute Ideen zu haben. Und David ist so ein bisschen immer unter dem Radar durch, so ein bisschen unscheinbar. Aber ich habe jetzt einfach die Chance höher bei ihm gesehen, aber man weiß es halt trotzdem nicht. Und vor allem, sehr lang gegangen und ja. Keine Ahnung. Wir haben von David eine Videobotschaft und die schauen wir uns jetzt an. Also ich bin ziemlich enttäuscht, dass ich keine Rose bekommen von Adela, weil ich bin ziemlich weit gekommen. Ich hatte schon das erste Gefühl für sie, aber eben, ich habe es nicht geschafft. Ja, ich bin ins Halbfinale gekommen, wäre gerne ins Finale gekommen und hätte gerne mit Adela eine Beziehung angefangen. Tja, was sagen Sie da dazu? Also ich finde David ein sehr lieber Mensch, wirklich sympathisch. Und er hat sicher auch wahre Gefühle für Adela. Aber schlussendlich muss sie auch glücklich sein und... Aber ihr habt euch ja auch immer mal wieder sehr lustig über ihn gemacht. Er sei ein Bubi, er sei keine Konkurrenz. Ihr habt es natürlich einfach ein bisschen bezogen auf darauf, dass er nicht so einen durchtrainierten Körper hat wie ihr. Er ist einiges jünger. Also ihr habt euch natürlich schon auch recht. Also beim Körper, haben wir ein bisschen gestichelt. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass er jetzt ein guter Mann ist. Mehr als Alter, er ist noch jung und sie ist älter als er. Das hat einfach nicht gepasst, so nach meiner Meinung. Aber der Körper ist jetzt zwei Tage, da haben wir einfach ein gemacht zum Provozieren. Sonst nicht. Gut, dann ist es ja noch. Eines der Highlights sind ja die Dream Dates gewesen. He? 24 Stunden mit der Adela. Nein, also ich bin nicht 24 Stunden mit der Adela. Nein. Ich musste teilen, so wie immer. So wird uns das versprochen. Ja, ja. Noch schnell warten. Ihr Lieben da außen, wenn ihr Fragen habt an die Bachelorette-Finalisten Cem und David, dann bitte stellen Sie auf blick.ch in der Kommentarfunktion. Lisa vom Social Team tut sie mir aufs Handy weiterleiten. Ja gut, ich habe schon wieder zwei Fragen. Die tun wir nachher, glaube ich, beantworten, weil es geht da um Kosmetik und ich glaube, jetzt bleiben wir einmal beim Dream Day. Ich glaube, wir wissen auch, an wer das die Frage dann sicher geht. Ja, ja. Also an dich wahrscheinlich. Ja, genau, an dich. Cem. Dream Date, wie gesagt, 24 Stunden habt ihr Adela für euch gehabt. Ja. Du hast natürlich wieder einmal irgendwie den Sechser im Lotto gehabt. Romantik pur, auf dem Schiff. Es hätte alles nicht schöner sein können. Wir schauen uns doch jetzt einfach mal ein bisschen die romantische Szene an. Machen wir, ja. Wo bleibt der Kuss? Na also. Bis jetzt war es wunderschön. Ich habe jeden Moment mit dem Cem genossen und ich freue mich umso mehr auf jetzt oben. Oh,
Cem, du bist der Adela sehr näher gekommen. Ihr habt ja die Nacht zusammen verbracht. Ja. Was ist alles noch so ein bisschen passiert? Das bleibt hinter verschlossenen Türen, geht nur sie und mich etwas an. Okay. Ja. Wie ist das für dich, David, wenn jetzt du die Bilder siehst? Also ich meine, noch mal ein paar Sendungen zurück, da hast ja du ihr mal im Swimmingpool zweimal nacheinander gesagt, passt mir gar nicht, dass sie da sehr. Ich verstehe aber nicht. Dass sie noch nebst dir, hallo, Bachelorette-Sendung, jemand anderes geküsst hat, genau zweimal hast du das gesagt. Das stört mich sehr. Wirklich? Und jetzt siehst du so Bilder. Wie sehr stört dich das jetzt? Also, ich weiss nicht, welcher Mann Freude hat, wenn die Frau, die noch will, mit anderen küsst. Also, es wäre ja wirklich, wenn ich würde sagen, nein, es stört mich überhaupt nicht, dann wäre etwas falsch. Also, es hat ja auch nicht gross mit mega Eifersucht zu tun, wie sie das dargestellt haben. Aber ein richtiger Mann teilt keine Frau und gibt sein Auto auch nicht irgendjemand anderem. Also Frau nicht Frau und das Auto gibt man einfach nicht. Aber Cem, bei all dieser Romantik, ja, hast du ja dann doch auch noch gefunden, jetzt willst du dann doch auch mal noch etwas anderes von ihr wissen. Das ist deine Frage an sie, in der romantischen Nacht. Ich wollte dich noch etwas fragen. Das habe ich schon seit ein paar Tagen, ein paar Wochen im Kopf. Okay. Verstehe mich bitte nicht falsch, aber du bist so eine wunderschöne Frau. Dankeschön. Ja. Ich frage dich einfach, du hast ja bestimmte Operationen gemacht. Mhm. Ich verstehe einfach nicht, du bist so eine schöne Frau, du hättest das gar nicht nötig eigentlich. Also, ich wäre vielleicht gar nicht so wunderschön ohne die Operation. Ich finde es sehr mutig von Cem, dass er das als allererste angesprochen hat. Aber ich finde es auch gut, dass er, wie soll ich sagen, offen ist mir gegenüber. Nein, also ich gehe mega offen eigentlich mit dem Thema um. Es ist einfach so, dass ich wirklich von der Gen halt her nicht privilegiert gesehen bin, sage ich jetzt einmal so, grosse Brüste zu haben. Und ich habe es aber immer mega weiblich gefunden, weißt du, so einen schönen, grossen Busen zu haben und Kurven und so, ich habe es immer mega weiblich gefunden. Meine, du siehst wunderschön aus bei dir. Also, mir wirklich, es hat mir erfunden genommen, dass es einen bestimmten Grund gehabt hat, aber in dem Fall. Cem, wieso diese Frage in der romantischen Dream-Date-Nacht? Wieso? Wieso nicht? Hättest du 5 Wochen vorher schon fragen? Nein, das war, glaube ich, dort noch ein bisschen zu früh gewesen, habe ich mir einfach gedacht. Jetzt war mir schon im Kopf, weil mich hat es einfach Wunder genommen, was ist der Grund gewesen, oder? Oder sind sie jetzt eben, ist sie nicht zufrieden mit irgendetwas, oder was ist so der wirklich effektiv Grund gewesen, wieso sie das gemacht haben? Und ich habe einfach gedacht, da kommt das jetzt am besten. Das zeigt auch ein bisschen, dass ich wie ein bisschen Mut habe, um über so etwas zu reden. Aber du bist ja zufrieden gewesen mit der Antwort und ihre Antworten haben sich eigentlich nur bezogen auf ihre Brüste. Aber sie hat ja noch ganz viele andere Sachen gemacht, die offensichtlich sind, wo sie ja auch darüber redet. Das wiederum hast du nicht hinterfragt. Aber sie hat eine gute Retourkutsche an dir. Und dir zeigen wir jetzt. Adelas erstes Dreamdate. Sie will wissen, woran sie bei Cem ist. Bist du verliebt in mich? Also, ich sag dir, bis nach dem heutigen Tag mit dir und nach dem Abend bin ich zum besten Weg dazu, das garantiere ich dir. Ja, also auf dem besten Weg, das klingt jetzt irgendwo auch noch schwierig, oder? Ja. Hä? Ja. Es ist so, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mir dann auch immer so Gedanken gemacht, es ist wirklich ein Hammertag mit dir. Auf der Yacht und auf dem Strand und auch das, die Szene da, wo nachher noch weitergegangen ist im Schlafzimmer und alles. Man muss sich ein bisschen Gedanken machen und nachhinein habe ich dann schon wirklich gemerkt, dass ich verliebt bin in sie. Ich wollte einfach nicht eine voreilige Antwort geben dort und ich wollte mir noch Gedanken machen. Also quasi ein paar Stunden... Ja, Entschuldigung. Man fragt doch auch nicht, liebst du mich? Verliebt? Ich finde das so von alleine sollte man das sagen, wenn es so ist und der Frau das übermittelt oder umgekehrt. Also ich frage nie eine Frau, hey, liebst du mich? Hm. Ich habe das, glaube ich, auch noch nie gefragt. Ich finde das wirklich eine sehr, sehr komische Frage. Man sollte es doch spüren. Vor allem, wenn man so nah ist miteinander und so, dann sollte man dem einfach mal
ein bisschen Zeit geben. So das kommt dann von alleine, wenn er so weit ist, und sagt, dass ich... Das ist aber, glaube ich, also ich erinnere mich auch an meine letzte Freundin, die ich hatte. Die ist irgendwann einfach so, wo wir mal zusammen waren, hat sie ja von sich aus das gesagt. Da habe ich auch nie gefragt. Ich hätte die Frage auch so, wie er beantwortet. Genau, weil sie es eben gefragt hat. Ehrlich? Ja. Da passt nämlich jetzt gerade die Frage dazu. Warte jetzt mal. Von der Carina Zimmermann. Danke für deine Frage, Carina. Wie viel Zeit habt ihr jeweils mit der Adela gehabt, wo die Kamera aus war? Weil das tut ja dann vielleicht auch ein bisschen dazu führen, dass sie die Frage gestellt hat, weil halt Zeit vielleicht doch knapp war. Bitte antwortet der Carina, wie viel Zeit habt ihr mit der Adela gehabt, wo die Kamera aus war? Also, hoi Carina zuerst mal, meint sie jetzt noch bei dem Dream Date? Nein, oder generell. 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 Es war immer verschieden. Sag mal so Mittagessenzeiten und so sind wir dann schon zusammen gewesen, aber ich bin jetzt von mir aus persönlich immer ein bisschen so auf Abstand gegangen, einfach ich wollte nicht permanent an ihr kleben. Da haben andere das anders gemacht, die dabei gewesen sind. Die sind permanent zu ihr, haben sie da voll geredet und voll gelabert. Und David gedacht, sicher auch, oder? Nein, David ist eben genau. Aber die Frage ist schon nicht gewesen, wer mit ihr redet, sondern wegen der Zeit. Ja. Also, fast nie Zeit gehabt, sie haben die Adela immer grad mitgenommen. Die Adela war auch nicht in unserer Nähe, also nicht in unserer Villa. Stimmt, ja. Also wirklich, es ist, man hat nicht viel Zeit gehabt. Gehen wir nochmal zum Dream Date. Dies haben wir ja jetzt gesehen, wunderschön romantisch. Dann die Frage aller Fragen. Warum hast du eine Schönheitsoperation gehabt? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben hier den Live-Talk. Bachelorette, die Abrechnung mit den zwei Bachelorette-Finalisten, am Cem und dem David. Wir sind live. Stellen bitte Fragen an die zwei Finalisten. Erbarmungslos, hemmungslos. Ja. Auf blick.ch. Nur hemmungslos. Ja, in der Kommentarfunktion. David, dein Stream-Date, ne, um das schnell ein bisschen einführen. Sag du schnell zwei, drei Worte dazu. Wie ist dein Stream-Date? Wie hat es angefangen? Also es hat nicht mit einem Dream-Date angefangen, es hat mit einem Date angefangen, aber ich habe es zu einem Dream-Date gemacht, das sage ich auch. Ja, das weil ich mache aus jedem Date zum Dream-Date. Ja, machst du, gell? Ja. Weil im Gegensatz zu dir, wir sind ja auf dieser Yacht und haben Titanic nachgespielt, bist du irgendwie mit dem Schafak zusammen slipplinen, also ja. Kommst ein paar Tagen aber so Alpamare ohne Wasser. Wir schauen es doch einfach mal schnell an. David, ich weiß, das ist jetzt eine doofe Situation für dich, aber ich würde dich bitten, mich kurz mit Adela alleine zu lassen. Okay, ja, ich lerne euch mal alleine. Schafak ist wie ausgewechselt. Der Spaßvogel, der sonst nie um ein Wort verlegen ist, wirkt plötzlich nachdenklich und still. Was ist passiert? Es ist jetzt gerade nicht leicht, dir das so mitzuteilen. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, war ich echt überwältigt von deiner Aura, von deiner Ausstrahlung. Und ich war wirklich sehr motiviert, dein Herz zu erobern. Sehr, sehr motiviert. Und ich war mir ziemlich sicher, dass ich es auch schaffen werde. Aber es fing schon an mit dem Briefschreiben. Mhm. Komplette Schreibblockade. Und gefühlstechnisch ist meinerseits echt nicht so viel vorhanden, dass das ausreicht, dass ich wirklich dir meine Gefühle offenbaren kann. Schafaks Sinneswandel kommt zu plötzlich, zu unerwartet. Er hat die jetzt so nicht erwartet, ehrlich gesagt. David, hast du damit gerechnet, hat sich das angebahnt? Wo ich schon zusammen mit dir unterwegs war an diesem Date? Also, ich war ja mit ihm im Zimmer gewesen. Es hat mich schon auch sehr mitgenommen, weil ich bin einfach so, ich verstehe mich sehr gut mit ihm und er ist mir auch ans Herz gewachsen. Ich habe aber gemerkt, irgendetwas stimmt, er redet nicht mit mir, er freut sich nicht. Und ab wann hat das angefangen? Ja, schon am Morgen, wo wir aufgestanden seitdem, wo wir gewusst haben, dass wir jetzt zusammen an den Dream Date gehen, dort hat es bei ihm eben mit dem Brief dort angefangen und er hat alles irgendwie liegen lassen. Mhm.
ganz komisch. Ich habe ihn probiert, ein bisschen aufmuntern, bin ich ins Badzimmer gegangen und gesagt, hey, komm, mach mal etwas und so. Mhm. Aber es hat nicht geklappt. Hat es dich erstaunt? Ich war mega erstaunt vom Schaffag. Mhm. Ja, vor allem also, ist es so motiviert. Es war überhaupt nichts dumm. Er war immer der, der uns eigentlich so ein bisschen gepusht hat und immer eben, gib mal Gas, gib mal Gas. Und dann so eine Aktion von ihm, nie. Da hätte ich lieber von, also von irgendjemand anderem, aber nicht von ihm, nie von ihm. Was haben das Gefühl, warum? Was ist da plötzlich passiert? Weil er hat ja auch in allen Sendungen vorher immer gesagt, ach, ich gewinne und ich lasse die Jungs ja, hinter mir genau. Und die Kugeln und ich bin auf der Zielgeraden und ich schnapp mir Adela. Und, also er hat ja nie irgendwie das Gefühl gehabt, er hadert mit seinen Gefühlen. Hat er auch nicht abseits von der Kamera einmal gesagt, ah, ich bin doch nicht so sicher, ob Adela die Frau ist für mich? Ich habe nie etwas von ihm so mitbekommen. Also ich weiß nicht, hast du mal etwas gehört? Ja, dem, also vielleicht hat er vielleicht geahnt, dass es vielleicht nicht könnt lang. Also ich sehe nur das, weil er hat bis dahin wirklich richtig Gas gegeben. Und jetzt kurz vor der Dream Date sind wir noch vier gewesen. Hat er vielleicht denkt, ja, geht da halt lieber heim. Alleine. Hast du das auch das Gefühl? Kann sein, ich wollte es nicht sagen, aber... Ich wollte jetzt auch, ich kenne ihn eigentlich relativ gut, ich denke nicht, dass er jetzt so macht, aber jetzt... Sagen wir mal, jetzt, wenn ich den Schaffwagen jetzt würde irgendein Mensch, den ich nicht kenne, dann würde ich jetzt normalerweise sagen, dann lehnt jetzt einfach die Rose ab oder geht von sich aus, anstatt dass er einen Korb überkommt dann am Schluss. Wir haben vom Schaffwagen eine Videobotschaft, er erklärt nochmal uns und euch, warum das in die Rose, also warum das gegangen ist. Mein Kopf hat schon ein bisschen länger gesagt, hey, komm, mach noch weiter, das Herz natürlich nicht. Aber man gibt einer Sache immer eine Chance, das wollte ich auch tun. Das ging halt nur bis zu diesem besagten Tag, mehr auch nicht. Und ich möchte auch mir selber treu bleiben. Und deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen, was natürlich viele vielleicht nicht verstehen werden. Aber solange ich für mich selber weiß, dass es die richtige Entscheidung war, ist alles super gelaufen. David und Cem, ist das wirklich auch ein bisschen das, was ihr erlebt habt, dass irgendwann der Gedanke an den Wettkampf fast grösser ist als der Gedanke an die Liebe? Also nicht bei allen, bei mir trifft das nicht zu. Ich finde es schade, einfach, dass bei der Dream Date, weil er hat quasi die Chance an einem anderen weggenommen. Hätte das doch einnachtig wie vor den Dream Dates gemacht, hätte man können sagen, okay, aber ich finde es einfach schade, also genau dann, weil an den Dream Dates kann man Adela richtig kennenlernen, er hätte sie doch bis dort gar nicht können richtig kennenlernen. Mhm. Also ich bin nicht so begeistert. Mhm. Und also ich stimme wie ihm zu, also für mich ist es jetzt nie so ein Wettkampf gewesen, ich habe immer auf mich selber geschaut, mich hat es groß interessiert, was er macht, was der Schaffer macht. Das für mich ist es nie so, ich habe nie geschaut, was die anderen jetzt machen und so. Ich ziehe mein Ding durch, entweder lange es oder lange es nicht. Mhm. Aber ihr habt ja trotzdem auch immer wieder gemessen. Ich meine schon in Sendungen vorher, und es das ja. Irgendwie das Ölcatcher gewesen. Ich habe ja auch immer verloren. Das sind die Sport, das ist so ein Ego-Ding ja. Für dich selber. Das hat eigentlich ja, ich sag mal, das spielt nicht unbedingt eine Rolle, ob jetzt Adela dich rot oder nicht. Ich meine, ein Joe hat auch Kunde gegen den Luca, oder? Mhm. Aber sie hat ihn heimgeschickt schlussendlich. Es spielt, glaube ich, nicht unbedingt so eine Rolle, ob du gewinnst. Das ist mehr so das Ego zwischen den Männern, genau. Oder? Du bist im Ölcatcher, du bist im Armdrucker, das ist auch so, ja, ich habe jetzt gewonnen. Das ist, aber hat nicht viel jetzt mit Adela zu tun. Aber vielleicht eben doch, weißt, dass man sich dann einfach mehr darauf konzentriert, eigentlich so unter den Männern gut dort zu stehen, anstatt irgendwie halt die Gunst von ihr zu haben. Nein, überhaupt nicht. Gut, wir gehen zurück zu der Romantik, weil David, du hast ja dann dadurch hast ja dann du ein wunderschönes, romantisches, doch noch ein Einzeldate bekommen, dadurch, dass der Schaffer gegangen ist, und das schauen wir uns jetzt an. Ich fühle mich sehr wohl bei dir. Ja. Ja. Das freut mich. Ganz, ganz wohl. Sie ist wunderschön, sie ist natürlich, sie hat eine Top-Ausstrahlung, ein wunderschönes Lachen. Und ich bin da mit ihr und ich würde ihr Herz erobern. Es
Es ist ein wunderschöner Abschluss zu einem wunderschönen Dream-Date. Also ich bin es richtig am Geniessen. Super Mann, also hat alles gestimmt. Tja, David, für dich ist sie eine wunderschöne, eine natürliche Schönheit, eine natürliche Frau. Also in dem Fall sind irgendwie Schönheitsoperationen, was ja für dich eine Frage war, also warum sie es gemacht hat, gar kein Thema. Also kein Thema gewesen. Nein, also ich tue nicht eine Frau nach dem Äußeren und nach so Sachen reduzieren. Also klar, ich habe schon gerne natürliche Schönheit, aber ich muss sagen, die Adela sieht wunderschön aus. Kann man ihr wirklich sagen. Ich kann auch ja, ich kann auch noch gut reden, also das Date war traumhaft. Bei dir hat es aber nicht wie beim Cem mit der Adela im Schlafzimmer geendet. Wieso nicht? Das mit den Badwannen war eigentlich eine Überraschung von mir. Und ich wollte hier Gentleman sein und nicht in die Badwanne reingehen und nur auf mich schauen. Nach so einem Tag, weil ihr ist es ein bisschen schlecht gegangen, dass der Schaffer gegangen ist. Ich wollte wirklich nur sie verwöhnen, darum bin ich auch nicht in die Bad rein. Und habe sie massiert und bin ein bisschen zurückgehalten gewesen. Mhm. Ist ja gut, oder? Hast du nichts dagegen, wenn er zurückgehalten ist, oder? Ja, man muss ja nicht immer nur auf sich selber schauen, man sollte auch mal auf die Frau schauen und ja, sie verwöhnen. Ja. Aber Adela, bei all diesen Sachen, die du ihr immer so schön, wie sagt man, Honig ums Maul riechst, irgendwie so ganz alles glaubt sie dir nicht, sie stellt dich nämlich jetzt zur Rede. Also das klingt alles mega schön, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht alles unbedingt so stimmt. Oh Mann, David, du hast immer so viel gegeben, es reicht. Ab und zu denke ich mir wirklich so, hey, stuf mal einen Gang runter, ich brauche das alles nicht, sei einfach ehrlich mit mir, das ist mir wichtig. Vielleicht ist David ja ehrlich. Kann das sein, dass du mir eher Honig aufs Maul schmierst? Schau, Adela, wir sind hier 22 Männer gewesen. Ich musste ein bisschen übertreiben. Klar, es war ein Fehler, aber ich habe keinen anderen Weg gefunden. Ich musste rausstechen. Aber es war ein bisschen too much in gewissen Situationen. Weißt du, wo ich denke, oh mein Gott. Ich habe den Fehler auch eingesehen, das gebe ich zu. Ich stehe zu dem. Es war kitschig. Aber ich bin jetzt hier. Und ich kann dir sagen, jetzt wirst du mich kennenlernen als Person und ich hoffe, dass du das auch schätzen wirst. David, du hast ihr gesagt, du wüsstest, du hättest am Anfang übertrieben, das sei ein Fehler gewesen. A, wo hast du übertrieben? B, wieso die Einsicht, das sei ein Fehler gewesen? Du bist ja ins Finale gekommen. Ja, so bei der Rosennacht. Also es gibt immer zwei Typen von Frauen. Es gibt eine Frau, die mag nicht, wenn man Gefühl zeigt, dann muss man eh noch ein bisschen eiskalt sein, dass sie dann Interesse hat und kommt, was ich sehr schade finde. Ich finde, eine Frau, man sollte sie wirklich verehren, man sollte sie auf Hände tragen und ihr ein schönes Kompliment machen. Eben die am Anfang, wie an der Rosennacht, die Sätze, die ich gesagt habe, sind ein bisschen übertrieben gewesen, aber ich wollte einfach rausstechen, dass sie merkt, ah, er will etwas von mir. Und das, was ich dort sage mit dem Haushalt, das hat nichts mit Honig ums Maul schmieren, das ist ehrlich meine Meinung. So würde ich es auch machen, weil ich hatte den Fame schon gehabt, also die letzten 10 Jahre. Also ich wollte ein schön ruhiges Leben, bodenständig sein und ich würde sicher gerne für meine Kinder die Heimstatt irgendwo reisen, wie jetzt sie. Mir wäre das wichtiger. Du auch, oder? Willst du auch den Haushalt machen? Nein. Für Adela. Ein Luxusboy macht nichts allein. Ja, das stimmt. Da finden wir, glaube ich, schon eine Lösung. Aber allein mache ich das nicht. Nein, nein. Aber David, wenn sie schon sagt, ich weiss nicht so genau, wer du bist, beschreib dich einmal. Wer bist denn du? Also ich bin ganz offener, direkter, ehrlicher Mann. Ich habe wirklich eine harte Schale. Ich wirke ab und zu vielleicht arrogant, weil ich auf Bilder nicht lache. Aber wenn man mich kennenlernt, das geht so schnell, dann weiß man, wie man ist. Wie ist er? Ja, er ist ein super Typ. Also mit ihm kannst du wirklich immer lachen. Wir haben uns mega gut verstanden. Und ich verstehe das auch, das ist immer so der erste Eindruck, wenn man ihn nicht kennt. Ja, das ist trotzdem. Ich meine, ich muss ehrlich sein, wir haben im gleichen Gym trainiert in Schaffhausen, bevor ich ihn gut kennt. Weißt du, es macht schon ein so einen arroganten Eindruck, wenn man nicht miteinander redet, aber wenn man nachher ein paar Gespräche miteinander hat, ist er ein super Typ. Aber ihr habt im Gym nie zusammen geredet? Ist das erst nachher gekommen beim Bachelorette? Ja, ja, wir haben einfach uns ein paar Mal gesehen, aber wir sind nie gross. Eben jeder hat sein Ding durchgezogen, ich habe mein Ding durchgezogen, haben wir nie gross miteinander geredet. Was findest du nicht gut an ihm? Keine Ahnung, jetzt auf die Schnelle. So auf die Schnelle kommt mir gar nicht in den Sinn. Du findest ihn ein super Typ?
Jetzt als Mann finde ich ihn wirklich super. Also als Kollege jetzt so. What? Aber keine Ahnung, wenn man was in den Sinn kommt, sag es doch so. Ja, ich überleg das in der Zeit. In der Zwischenzeit schauen wir nämlich das an, was Adela über den David sagt. Positive Eigenschaft von David ist auf jeden Fall, dass er das Herz auf der Zunge trägt, dass er immer offen ist und ehrlich und dass er das sagt, was er denkt. Und die negative Eigenschaft ist vielleicht so ein bisschen dadurch, dass er immer das sagt, was er denkt und so offen und ehrlich ist, dass es ab und zu ein bisschen too much ist. Aber das habe ich immer gesagt. Und was sagst du dazu? Ja, eben, es ist der Typ Frau, der das nicht gern. Ich stehe dazu, ich sage, wenn ich Gefühl habe, ich will, dass die Frau weiss, wenn ich sie liebe, was für Gefühl das ich habe. Ich muss nicht etwas vorspielen. Das ist Kindergarten, wenn man der Frau irgendetwas vorspielt und vielleicht mal nicht, sich nicht melden, den Tag extra, damit da noch irgendwelche Sachen. Ja, so Spiele. Der Klassiker. Habe ich alles gehabt, das brauche ich gar nicht. Ich will eine Frau, die für mich da ist. Ich zeige ihr, dass ich sie liebe. Ich will das führen. Es ist ein Geh und ein Nehmen. Und so sollte es auch sein. Und wenn das der Frau nicht passt, dann bin ich nicht ihren Typ. Es gibt noch viele andere. Genau. Cem, Adela äußert sich natürlich auch zu dir. Adela, dein Platz. Positive Eigenschaft von Cem ist auf jeden Fall, dass er ein sehr ruhiger Mensch ist, dass er mich so ein bisschen wie kann oben abholen und dass ich mich dadurch sehr wohl und geborgen fühle bei ihm. Und ja, das Negative ist vielleicht so ein bisschen seine Protzerei. Wobei, er sagt ja selber, es ist nicht Protzen, aber sich zwei Wochen Ferrari zu mieten, ich weiss nicht so recht. Cem, wieso protzest du so? Ich protz doch gar nicht. Natürlich protzest Nein. du. Nein. Der Ferrari! Wie viel kostet die Hose, die du an hast? 600 Stutz. Nein, ich glaube 900 oder 900. So. 900 Franken? Ja. Also nein, sind 660 Euro, habe ich gezahlt. Das sind, glaube ich, 800 oder so. Ja, aber eben, ich meine, Garderobe ist ja für dich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber das hat doch nichts mit Bozen zu tun. Nein. Wir schauen es uns an. Nein! Das war ein Ratti-Video, oder? Nein, das ist Garderobe. Hey, David. Hey, was hast du suchen, Mann? Du, was ist mit dir los? Hast du Bahnhofstrasse ausgeraubt? Ja, das macht mich leider. Du bist mein Liebling. Kannst du mir den gerade mal rausgeben? Brauchst du den? Ja, sicher. Ja, Mann. Das ist die edelste italienische Seide und Wolle, Mann. Das ist italienisch. Mein Baby. Ja, Mann. Läuft bei dir. Ich gönne mir ab und zu einfach ein bisschen Luxus. Mit den Anzügen ist das genau gleich eigentlich wie mit dem Fliegen und Essen. Wenn man mal Business Class geflogen ist, dann will man nicht mehr Economy fliegen. Und genau das Gleiche, wenn man mal Wagyu Beef gegessen hat, gibt man sich mit Rindsfilet nicht mehr zufrieden. Ist auch das Gleiche mit den Anzügen, wenn man mal die besseren Stoffe angelangt hat, dann will man einfach nicht mehr zurück zu diesen billigen Anzügen. Du machst etwas in der Königsfamilie in Katar, oder? Ja, voll. Chauffeur, oder? Ja, Chauffeur war und jetzt mache ich Personal Trainer, ja. Ja, arbeiten. Ich meine, logisch, ich wollte auch noch arbeiten. Weißt du, ich meine, ein bisschen auf Reserve haben, ein bisschen mehr haben, ist immer gut. Ich habe eigentlich schon relativ. Meine, ein paar andere würden vielleicht sagen, es langt. Aber ich sage lieber, es ist lieber weiter etwas aufbauen, dass du dann später mit 50, 60 eben nicht mehr arbeiten musst und dass du noch Leute hast, die für dich arbeiten. Das ist das Ziel. Hey, wow, italienische Seite und Wolle. Und ich meine, Cem, das ist ja ein Wort. Was hast aber du da gedacht? He? Das hat doch jetzt nicht mit Prozess zu tun. Er fragt mich und es ist einfach nur die Wahrheit. Es ist die feinste italienische Seite. Ja, und die Hose kostet nur 660 Euro. Ja, aber das hat doch jetzt nicht mit Prozess zu tun. Hättest du das nicht gefragt, hätte ich dir das nicht gesagt. Was sagst du da dazu? Ist es Protzen oder ist es nicht Protzen? Es passt, es gehört einfach zu ihm. Ich kenne den Cem so. Also meine Hosen sind vom Women, sind günstig. Aber eins muss ich sagen, mache ich Leute fertig? Nein, oder so, wenn so, ich gehe nicht an und sage, ey, du bist ein Armstuhl. Darf ganz ehrlich sein, wie immer, wenn ich ihn so anschaue, ich bin früher noch genau so gewesen. Genau gleich. Dort Versace, dort. Und wieso bist du es nicht mehr? Ich bin älter geworden. Ich habe gefunden, ich komme mit dem Style und mit dem bin ich einfach immer die falschen Frauen an. Die mir nachher das Leben so schwer machen, mich bankrott machen, mir alle Nerven rauben. Ich habe gefunden, jetzt bleibe ich mal einfach, auch wenn ich mit der schlimmsten Garretten komme, sie muss mich lieben. Sie muss nicht meinen Style lieben. Und
Ja, ich spare jetzt lieber irgendwie für zum ein Haus bauen oder so. Und mich reut es, wenn ich jetzt so viel Geld ausgebe. Und ich gehe wie du lieber auf Mexiko eine Woche für das Geld. Also. Genau. Jetzt hast ja du natürlich auch im Internet und überall so ein bisschen viel Furore gesagt mit dieser Aussage: Königsfamilie in Katar. Einst Chauffeur und jetzt Personal Trainer. Wie kann man sich das vorstellen? Fliegen sie dich ein für irgendwie eine Stunde oder kommen sie hier an? Oder wie schaffst du mit dieser Königsfamilie zusammen? Das ist für, nicht nur für einen Tag oder so, das ist für ein bis zwei Wochen. Je nachdem variiert immer ein bisschen. Im Sommer sind sie viel auf Südfrankreich, so gut wie immer eigentlich so. Und dann fliegen sie dich ein? Dann fliege ich auf dort hin. Also ja, ich fliege, sie zahlen es einfach. Oder? Und kommen auch in die Schweiz, die haben da mit Immobilien zu tun und dann trainiere ich es einfach da. Aber das ist eben, ich sage mal so, Zeitrahmen von 1 bis maximal 3 Wochen. Variiert. Pro Monat? Nein, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich weiß, es hat keinen bestimmten Zyklus. Bist du da eifersüchtig? Weißt du, es klingt schon noch cool, wenn du kannst sagen, ah, du weißt, dann bin ich noch unterwegs für die Königsfamilie von Katar. Macht also, das nicht einfach ein bisschen? Ich finde es schade, dass wenn Menschen heutzutage so neidisch und eifersüchtig sind und niemandem irgendwie Liebe und Glück gönnen. Ich finde das gut. Wenn er schon den Jackpot hat, dann soll er dort weitermachen. Es passt ja auch zu ihm. Wenn man ihn so anschaut, er polarisiert, dann soll das weitermachen. Wieso sollte man eifersüchtig sein auf einen Kollegen? Also ich habe viele Kollegen, die sind auch eifersüchtig auf mich. Merke ich ab und zu, aber das ist doch schade. Man sollte doch jemandem etwas gönnen. Und trotzdem, ihr habt euch ja auch stärkenmässig wieder gemessen, auch jetzt in der immer verloren. Immer verloren. Ja, wirklich, immer verloren. Ich habe immer alles gegeben, was ich nie gelangt. Und du machst dich noch lustig darüber, dass er gegen ihn ins Zimmer gehen, seine Macke normal. Wir schauen uns jetzt die tolle Szene an. Ist einfach ein Panzer auszumachen. Ein türkischer Panzer. Keine Angst, keine Sorge. Hast du kein Date? Anhocken. Was ist los, Mann? Ich habe noch Rechnung mit dir offen. Also ich bin immer noch hässlich wegen dem Ölcatch-Fight. Ich habe für ihn ein Armdrucken vorbereitet, wo wir gegeneinander werden antreten. So kuscheln die ganz harten Jungs. Ich will den Adela erobern. Darum werde ich dich im Armdrucken fertig machen. Du kannst ins Zimmer gehen nachher mit deinen Macarons und brüllen. Machen wir Armdrucken? Machen wir. Gerne. Können wir machen? Ja. Im ersten Moment schon überrascht. Ich so, Alter, du weißt schon, wer du da zum Armdrucken herausforderst. Ich so, ich bin unbesiegt in dem Spiel. Ich so, aber ist so geil. Kann ich ihn nochmal fertig machen. Ich meine, umso besser. Kampf der Giganten Teil 2. Davids Rache. Komm, Mr. Macaron. Bist du bereit? Ja, Mr. Protein Shake. Okay. 1, 2, 3. Fitnessmodel gegen Fitnesstrainer. Proteinshakes gegen süße Stückchen. Mal schauen, wer mehr Bums hat. So läuft das, Digga. Da ist wieder Glück gehabt. Ringe, klettern, Armdrucken, was du willst. Aber und Adela auch. Und Adela auch. So läuft das doch. Hey, so läuft das doch. David, der ewige Zweite, was ist denn da schon wieder passiert? Ich weiß es nicht, das ist einfach ein Panzer. Ein Panzer? Ein Panzer, richtiger aber Panzer. Aber es ist ein harter Kampf gewesen. Es ist wirklich ein guter Gegner gewesen. So. Ah gut, jetzt müssen wir nochmal aufzählen. Wo hast du überall gegen ihn schon verloren? Im Klettern, im Armdrucken. Und dann bei dem Body. Öl catchen. Ja. Und vielleicht, das wissen wir dann erst ab nächsten Montag, vielleicht ja auch in der Gunst von der Adela. So sehen es zumindest Leute auf der Straße, die wir raus sind, befragen. Das sagen sie auf die Frage. Wer gönnt das Herz von der Adela, bitte? Das nimmt mir jetzt Wunder. Ich habe das Gefühl, der Cem wird das Herz von der Adela erobern, weil ja, er ist schon ein Charmeur zu ihr und ja, mit seinen Muskeln kann er sie erobern. Ich habe das Gefühl, der Cem macht das Rennen, weil der David nimmt das ein bisschen zu ernst.
Ich habe das Gefühl, der Cem gewinnt. Also ich hoffe es, weil wenn der David gewinnen würde, wäre ich schon recht enttäuscht. Und ja, also der Cem, ganz klar. Also ich denke der Cem, weil er einfach viel sympathischer ist und ich weiss nicht, der David ist mir einfach recht unsympathisch und ich habe das Gefühl, er nimmt es auch nicht so ernst. Ich habe das Gefühl, eher der Cem, weil er ist mir auch sympathischer und ich habe das Gefühl, er macht es besser. Der David, der ist einfach ein bisschen, er gibt fast zu viel und der Cem, der geht zwar auch recht hart, aber er ist noch ein bisschen ruhiger und ich habe das Gefühl, er passt besser zu ihr. Boah, 1-0 für den Cem. David, was sagst du dazu? Das sind die Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir auf der Straße befragt haben. Ja, sie sehen das so. Ich bin halt einer, der gibt alles, wenn es um etwas geht. Immer 100%. Mögen dich deine Aussagen? Nein, gar nicht. Du bist nicht so sympathisch nein, nein. wie er. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe auch viele andere Rückmeldungen, dass ich sehr sympathisch bin. Oh, ist aber schön. Was sagst du da dazu? Erstaunt dich das, dass eigentlich alle Stimmen jetzt so auf deiner Seite sind und dich als Gewinner sehen? Also es freut mich natürlich mega. Danke vielmals an alle hier an dieser Stelle, die da mich unterstützen. Und es freut mich halt schon mega. Vor allem, es ist nicht, am Anfang ist es nicht so gewesen. Am Anfang habe ich zum Teil nicht so gutes Feedback auch bekommen, haben mich Leute für arrogant gehalten. Aber man sieht es halt mit der Zeit, lernt man einen auch besser kennen, die Leute lernen einen besser kennen und dann merkt es, wie ich richtig bin. Und das freut mich umso mehr. Ja, das ist schön. Ich würde jetzt gerne mal noch eure Fragen, die ihr bis jetzt gestellt habt. Ihr könnt das noch weitermachen. Wir sind noch die nächsten paar Minuten live im Studio mit den Bachelorette-Finalisten David und Cem. Stellt euch Fragen. Hemmungslos und schon nichts los. Das haben wir alles. So wollen alles. Auf flick.ch Kommentarfunktion. Ich gehe es jetzt einfach mal so durch, wie sie jetzt gerade gekommen sind. Der Jack Nick möchte wissen, David, welche Gesichtsmaske benutzt du? Also eben. Ich nehme meine Gesichtsmaske. Oh nein, Entschuldigung, die Frage ist von der Michelle Lüthi, wenn wir korrekt sind. Michelle Lüthi, David, welche Gesichtsmaske? Also eben, ich hole Gesichtsmasken, Apotheke, Drogerie, DM und so. Also ich nehme immer Bio-Sachen. Sei es von Meeralgen oder Gurken, eher so Sachen. Also nicht so mit parfümiertes Zeug und das Moderne. Und du? Gar keine. Gar keine. Gut. Dann der Jack Nick will wissen, David, wie lange hast du im Bad Zimmer? So, wenn ich arbeiten gehe und so unter der Woche, habe ich nicht lange, so 20 Minuten. Aber wenn ich so ein Date habe oder irgendwie einen Ausgang gehe, dann vielleicht so 45 Minuten. Was mich sehr beeindruckt hat, ich nehme an, du hast auch einzelne Beauty-Tipps von deinem neuen Freund oder Kollegen können abschauen. Weil was ich cool gefunden habe, das ist der Tipp, wo du sagst, mit Rizinusöl. Erzähl du selber noch was. Das stimmt. Oder erzählst du, wie das geht? Nein, ich habe das Rizinusöl, das war mit dem Schaffer, glaube ich. Ja, also erzähl nochmal, wie geht das genau? Also das Rizinusöl, am besten ist es, wenn es halb presst ist und bio. Und das, also es ist entstanden, früher hat man ja immer so Augenbrauen gezupft. Und bei mir hat mal ein Coiffeur einen Fehler gemacht und der hat sie wirklich zu dünn gemacht. Das hat mich so aufgeregt, um zu recherchieren. Also hat es gezupft, oder? Ja, es zupft und es ist einfach katastrophal gewesen und ich habe mich geschämt und dann bin ich halt recherchieren, was man dagegen machen kann. Und dann bin ich auf das günstige Rizinusöl gekommen und es wirkt. Man kann es auch auf die Wimpern also drauf tun. Also ich tue das, nicht jeden Tag drauf, ich tue das einfach ab und zu drauf. Ich mache aber so mit dem Finger, einfach schnell so drauf? Ja, könntest mit dem Finger, am besten ist mit einem Bürstchen. Okay. Eliane Lüthi, eine Frage an euch beide. David und Cem, wie oft und wie lange trainiert ihr pro Woche, um solch einen Körper zu haben? Achtet ihr sehr auf die Ernährung? Du vielleicht mal zuerst? Soll ich zuerst, ja. Also bei mir kommt es ganz so vor. Ich sage mal, ich trainiere jeden Tag, das ist schon mal fix. Also ich trainiere 7-mal in der Woche. Je nachdem auch 2-mal am Tag. Gibt es auch. Also so, jetzt so gegen den Sommer ist es schon jeden Tag 2-mal. Und sonst ab und zu gar nicht halt einmal nur, je nachdem. Also ich habe jetzt ein bisschen das Problem mit der Schule, halt, weil ich auch viel muss lernen für die Prüfung, aber ich schaue, dass ich so viel wie möglich gehe. Aber ich gehe nicht jeden Tag, der Körper braucht Zeit, um sich zu erholen, sonst ist er immer gestresst und das ist nicht gesund. So, ich gehe 4-mal in der Woche. Die Eliane wollte ja auch, zu dieser Frage ist ja auch noch kommen, achtet ihr sehr auf eure Ernährung? Also ich schon. Inwiefern? Extrem.
Also ich bin zuhause so aufgezogen worden von meinen Eltern, die kochen sehr gut und sie wissen, zuhause gibt es einfach keine Süßigkeiten. Und nicht? Wenn ich trinke, das Einzige, was ich sonst so trinke, ist so Rivella Blau. Mhm. Aber ich schaue, dass ich wenig Zucker in mir rein tue, weil das ist einfach Gift für den Körper. Es macht süchtig und es ist einfach nicht gut. Schade, dass die Leute so viele Sachen verkaufen mit so viel Zucker drin. Wie siehst du? Ich meine jetzt das Macaron. Ja, 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 da ist nur Süßigkeit, der Schoki. Ich meine, in Thailand habe ich es schon gemacht. Ich esse ab und zu, gönne ich mir halt schon mal so etwas, aber wenn ich... Ich bin jetzt auch nicht so, ich bin nicht 365 Tage am Diäten und am Vollgas gehen. Ich habe immer so eine goldene Mitte, sage ich mal. Aber wenn ich dann nur irgendwie runtergehe vom Gewicht her, dann gehe ich einfach extrem 2, 3, 4 Wochen und komme einfach nachher tiefer Körperfett hin. Aber dann mache ich es auch für eine kurze Zeit und einfach in einem extremen Maß und dann nachher wieder ausgewogen. Gut, die Frage geht einfach in die Richtung. Sebastian Würth möchte wissen, wie häufig benutzt ihr Proteinshakes und ist es euch wichtig, dass eure Freundin auch Fitness betreibt? David? Also ja, Proteinshake nehme ich eigentlich nur nach dem Training. Also ich trinke das nicht täglich. Es ist viel besser, wenn man Protein in Fleisch oder so nimmt oder in Mozzarella, statt in dem Pulver. Aber nach dem Training ein Shake, wie es mir einfach schmeckt. Also ich nehme es immer nach dem Training. Ich nehme es grundsätzlich auch jedes Mal nach dem Training. Es gibt mal Zeiten, wenn ich es mal nicht mitgenommen habe oder so, dass ich anstatt das Proteinshake etwas esse, nachher einfach draußen essen in einem Restaurant. Aber ich sage, so zu 70% nehme ich es auch jedes Mal nach dem Training. Wie er. Wie wichtig ist es, dass eure Freundin Fitness macht? Ja, also ich sage. Also Tadela ja, in dem Fall. Meine Freundin muss keine Muskeln haben. Also ich finde es einfach wichtig allgemein, dass man Sport macht, weil es ist nicht nur für den Körper gut, es ist auch für die Psyche gut. Und auch wenn man älter wird, man ist nachher fitter. Man kann auf die Kinder schauen, man kann noch mit ihnen raus, statt wenn man sich einfach gehen lässt. Ich finde es sehr wichtig. Sehr gut. Noch zwei letzte Fragen, kurze Antworten bitte. Der Arianit Berati fragt, Cem, wieso hast du deine linke Hand beim Armdrücken so komisch gehalten? Ciao Arianit, das ist der Fall, dass wir die Hand nicht am Tisch heben. Und deswegen habe ich die Hand auf dem Tisch oben drauf lassen, anstatt am Griff dort unten zu heben, weil die Regeln sind, sie nicht heben. Und dann einfach mit dem Druck ist die Hand wahrscheinlich so gegen oben gekommen. Das ist jetzt einfach während dem Kampf so passiert. Gut. Danke für die Antwort. Nochmal eine Frage von der Carina Zimmermann. Sie hat schon ein paar Fragen gestellt. Danke für deine Fragen, Carina. Das sind spannende Fragen. Mhm. Welche Rolle spielt bei euch Fleisch in der Ernährung? Andere Frage dazu. Wäre eine vegane Freundin für euch ein No-Go oder nicht? Meine Ex war Vegetarierin und ich habe ja ein bisschen mit ihr gewohnt und das ist nicht gut gegangen. Nein. Vor allem, wenn man trainiert und ich bin Fischer, also ich gehe fischen. Du weißt, dass Adela Vegetarierin ist. Ja, ich weiß, aber das ist mir gleich. Also ich bin mit Fleisch aufgewachsen und ich finde, man sollte nicht einem Menschen etwas verbieten, wenn ich das esse, dann esse ich das. Ja. Aber ich ernähre mich nicht nur von Fleisch. Aber also eine vegane Freundin an deiner Seite? Nie, nein, never. Sie darf sie, aber sie darf mir nicht sagen, dass ich es nicht genau so essen, okay. Oder? Ah, okay. Mir ist genauso, wenn sie darf sich. Ich finde es ja auch gut, wenn jemand so ist. Es ist ja ich sehe es genauso, was jetzt Freundin, zukünftige Freundin macht, spielt nicht so eine Rolle. Solange sie jetzt mir nicht verbietet, was ich zu essen habe, weil ich verbiete ihr auch nicht, was sie zu essen hat. Wunderbar. Ich danke euch ganz herzlich. Ich müsst ja langsam weiter. Ja. Cem, danke, dass du da warst. Danke, David, danke dir, dass du da warst. Merci euch für euer Interesse. Nächsten Montag wissen wir, ob sich die Bachelorette Adela für den Cem oder für den David entschieden hat. Dann am 8. Uhr morgen, am Dienstag, heute in einer Woche heisst es wieder die Bachelorette, die Abrechnung. Dann live im Studio ist sie und noch ein Überraschungsgast. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Einen schönen Tag. Bye, bye. Danke euch. Danke. Dankeschön.